Hallo Freunde zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir machen heute Frikadellen. Allerdings keine gewöhnlichen, sondern Eierfrikadellen. Schaut's euch an! Kühnes Kochkanal. Und hier nun unsere Zutaten für unsere Eierfrikadellen. Wir benötigen ein wenig Semmelbrösel, zum Braten Rapsöl oder egal welches Öl, Lauchzwiebeln, Schnittlauch, 6 hartgekochte Eier, ein rohes Ei, altbackenes Weißbrot, ein Teelöffel Zitronensaft, ein Teelöffel Senf, Pfeffer und Salz und daraus machen wir unsere Eierfrikadellen. Unsere beiden Weißbrotscheiben habe ich klein geschnitten und ein wenig in Wasser eingeweicht. Das darf jetzt nun beiseite gestellt werden und in der Zwischenzeit schneide ich den Schnittlauch und putze die Lauchzwiebel und schneide sie auch klein. So, Schnittlauch ist klein gehackt. Meine Lauchzwiebeln, ich habe 3 aus dem Bund genommen, ich denke das langt, ist in kleine Röllchen geschnitten. Meine Eier, meine harten Eier sind gepellt, weil beim Pellen ist mir leider dazwischen gekommen, mein frisches Ei. Das nehmen wir nachher. Meine harten Eier sind gepellt und die werden nun klein gehackt. Und dann kommt das Ganze alles in eine Schüssel und wird miteinander vermengt. Aber wenn ich dann weitermache, seid ihr wieder dabei. Ihr Lieben, wie ihr seht, unser klein gehacktes Ei, Schnittlauch, die Lauchzwiebeln, unser ausgedrücktes Weißbrot ist in der Schüssel gelandet. Dazu gebe ich nun unser frisches Ei, einen Teelöffel Zitronensaft, seht ihr, da, so. Den sehen wir. So, und einen guten Teelöffel Senf, und auch noch dazu, ein bisschen hier sauber machen, so, Salz kommt noch dazu. So, das sollte reichen. Und Pfeffer. Gut. Meinst du? Ja. So, das Ganze vermenge ich nun. Alles miteinander. Und ich denke, ihr merkt selber, wenn ihr das mit der Hand vermengt, ob es noch zu feucht ist. Das ist wie bei einer Hackmasse. Dann gebt einfach noch ein bisschen Paniermehl rein. Das werde ich auch tun. Steht nämlich neben mir. So. 2 Esslöffel erstmal, so vom Gefühl her. Ich werde das Ganze jetzt noch vermengen, ohne mit der Kamera vor den Händen, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, unsere Masse ist vermengt. Mit leicht feuchten Händen forme ich nun daraus Frikadellen. So soll das aussehen. Und die wälze ich nun in Paniermehl. So, dass überall schön Paniermehl dran ist. So soll das aussehen. Und es folgen jetzt die anderen. In einer Pfanne haben wir nun Rapsöl erhitzt und darin werden unsere Eierfrikadellen rundherum angebraten. Oder gebraten. Angebraten? Gebraten. Nee, gebraten. Und dann nachher durch sein. Vielleicht sogar alle rein. Jo. Hier noch eins. Genau. So. So, unsere Buletten sind fertig. Buletten, Frikadellen. sie sind fertig. Wir reichen heute dazu Kartoffeln und eine Senfsoße. Ihr könnt auch Kartoffelstampf, Kartoffelpüree,
Ach, ich denke, da sind keine Grenzen gesetzt, was man dazu essen kann. Wie gesagt, bei uns gibt's heute Salzkartoffeln dazu. Sucht euch einfach eure Beilage aus. Genau. Ja, Freunde, kurzes Fazit, mal eine andere Art von Frikadelle. Wir hatten Salzkartoffeln, eine Senfsoße und rote Beete dazu. Geht aber auch bestimmt gut als Frühstücksbrötchen. Brötchen aufgeschnitten, Frikadelle rauf, Remoulade oder sonstiges drauf. Ja, und dann lässt man es sich schmecken. Müsst ihr einfach ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Über ein Abo, das ihr jederzeit unten rechts machen könnt, würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, schönen Sonntag noch. Tschüss. Kühnes Kochkanal.